Genug, genug, genug. Das ist die Botschaft meines Films Wall Street 2. So der Regisseur Oliver Stone. Genug, sagt er, ist es mit der Gier am Finanzmarkt, am globalen Finanzmarkt. Schluss damit. So sagt er in einem Furche-Interview. Wir Menschen sind sehr leicht verführbar von unseren Trieben der Gier nach mehr Macht, nach Geld, nach Anerkennung. Glücklich, wer genug hat. Selig, wer arm ist vor Gott. So verkündet Jesus in seiner Bergpredigt. Glücklich ist der Mensch, der genug hat vor Gott. Dieses vor Gott, das ist Jesus wichtig, die geistige Dimension des Menschen. Wer erlebt, Gott liebt mich. Wer erfährt, Gott schenkt mir Geborgenheit für immer, der lebt gelassen in dieser Welt. Der muss nicht gierig raffen. Dieser Mensch wird auch teilen. Er wird weiterlieben. Und wer das lebt, der erfährt eine innerliche Erfüllung. Der ist ein seliger, heiler, glücklicher Mensch. Die Heiligen haben erkannt, ich bin so schwach. Ich bin ausgeliefert den Trieben meiner Gier. Und sie haben erlebt, ich habe einen Helfer. Jesus Christus ist mein Helfer zu diesem neuen, freien Leben, zu dem gelassenen Leben auf dieser Welt. So machen uns die Heiligen Mut, selbst diesen Weg zu gehen. Und wir glauben, dass sie auch für uns beten, dass wir dieses Ziel erreichen. Besonders die heilige Clara hat dieses Genug vor Gott gelebt. Am Ende ihres Lebens schreibt sie im Testament, der Orden des heiligen Franziskus erhelfe uns, dass wir im Dienst an Gott voranschreiten und dass wir immer besser die heilige Armut leben. Bitten wir die Heiligen, dass sie für uns Vorbild werden. Und bitten wir die Heiligen, dass sie uns helfen, das zu leben, wozu uns Jesus ermutigt. Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich.